Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, mein Buch abzugeben. Was ist geschehen? Wo wart ihr? Shiokurat hat mich in einer weiteren Prüfung unterzogen, aber ich habe das dritte Buch. Oh, ich wage fast nicht zu fragen, was geschehen ist. Ich hoffe, die Prüfung war nicht zu schmerzhaft. Ich werde sofort mit der Übersetzung dieses Buchs beginnen. Uns steht noch eine weitere Prüfung bevor. Gute Arbeit. Yeah. Es gibt nur noch eine Prüfung. Wir sagen euch Bescheid, sobald wir Shiogorats Wahnsinn erforscht haben. War das sie? Ihr wart in meiner letzten Prüfung. War ich? Was ist geschehen? Shiogorat hat mich gezwungen, Duplikate von euch, Vanus und Galerion und Chalidor zu retten. Je mehr wir mit ihm zu tun haben, desto mehr bin ich davon überzeugt. Der verrückte Gott ist ein verzogenes Kind, das Käfern die Beine ausreißt, nur um sie zucken zu sehen. Was ist sonst geschehen? Er ließ mich Vision der Allianzen angreifen, sogar deren Anführer. Zweifelsohne eine Reaktion auf Chalidors Bestrebungen. Er mag ein Kind sein, aber Shiogorat versteht es, seine Argumente überzeugend vorzutragen. Das stimmt. Gut. Wollen wir uns den König mal den Künstler mal anschließen? Und den Ring übrigens anziehen, den ich bekommen habe. Sie haben ihn ausgegraben, in Stücke zerschlagen und hierher gebracht. Ich habe die Fuhrwerke gesehen. Nein! Ach. Adeptin, wir brauchen noch einmal eure Hilfe. Valaste hat das Buch übersetzt, das ihr bei Sheogorats verrückten Spiel gewonnen habt. Wisst ihr, was unsere nächste Herausforderung sein wird? Ja, sie ist bereit, das Portal für euch zu beschwören. Ich werde euch auf den Inseln treffen, aber beeilt euch bitte, wenn ihr so freundlich wärt, Adeptin. Ich mache mir Sorgen. Wo kann ich sie finden? Ihr werdet die Herren der Inkunabula tief im Dschungel, in der Gildenhalle des Bandari-Handelspostens in Malabal-Tor finden. Viel Glück, Adeptin. Warum habt ihr gesagt, ich würde euch Sorgen machen? Es geht um Valaste. Sie arbeitet Tag und Nacht daran, diese Bücher zu verstehen. Sheogorat besitzt einen verworrenen und verdorbenen Verstand. Und ich mache mir Sorgen, dies könnte einen zu hohen Tribut von ihr fordern. Gibt es etwas, das wir tun können? Ehrlich gesagt, Adeptin, nein. Valastes Verstand ist einzigartig. Solange diese Bücher so verflucht sind, dass ich sie nicht entziffern kann, ist sie unsere beste und einzige Chance. Sie ist fast so schlau wie ich. Erzählt ihr nur nicht, dass ich das gesagt habe. Das ist ein Riesenkompliment. Kompliment. Gut, wir haben eine Quest vor uns. Bin ich gerade durch Mensch durchgelaufen? Achso, das sind Spiele. Ich dachte, das wäre ein NPC. Das wäre auch ein Highlight gewesen. Durch einen NPC durchlaufen. Das kann man normalerweise nicht. Ich habe was verkauft. Schön, dass du so laut sagst. Tierhaltung. Eine der wenigen Arbeiten, die nicht gegen den Grünen Pakt verstoßen. Aber in Marbruck ist das Geld. Wisst ihr irgendwas über den Künstler? Wisst ihr, was ich glaube? Dieser alte Bankier Talqua hat einen Dieb angeworben, um von den reichen Altmer zu stehlen, damit die dann dafür bezahlen, dass Talqua ihre Wertsachen aufbewahrt. Wie kommt ihr drauf? Nun, der Künstler hat es nur auf Altmer abgesehen, die Bank nicht benutzen. Und vergesst nicht, Talqua hat diesen Bosma-Lehrling, dem er die Schuld geben kann. Okay. Susik dachte, Marbruck sei eine brandneue Stadt, aber sie ist schon sehr beliebt. Selbst die Hoheiten kommen zu Besuch. Wisst ihr irgendwas über den Künstler? Oh, heute ist euer Glückstag. Dieser kam vor kurzem in den Besitz einer der Botschaften des Künstlers. Sie trägt seine Handschrift. Eine Botschaft? Darf ich sie sehen? Susik ist doch nicht die Wohlfahrt. Er muss doch seine Kätzchen ernähren. Je berüchtigter der Künstler wird, desto wertvoller wird seine Unterschrift werden. Dann werde ich sie kaufen. Eine weise Entscheidung. Susiks Gefährtin war außer sich, als dieser teuer für die Notiz bezahlte. Sie denkt, sie wäre wertlos. Doch wir wissen, dass es anders ist, nicht wahr? Wurde das auf Pergament geschrieben? Ja, die Religion der Bosmer untersagt die Verwendung von Papier. Also müssen sie stattdessen Tierhäute verwenden. In Marbruck benutzen sie nur wenige.
Okay, wir haben einen Brief. Oder Briefe. Reding wies darauf hin, dass der Dieb von nur vom Altmeer stiehlt, die keine Kunden der Bank sind. Ich habe euch euren wertvollsten Besitz geraubt. Kommt in 2 Wochen im Morgengrauen zur Bank. Dort werde ich meinen Preis für die Rückgabe fordern. Solltet ihr jemanden vom Inhalt dieser Nachricht erzählen, ist euer Besitz verloren. Der Dieb geht ziemlich gewieft vor, muss ich sagen. Müssen wir aufpassen. Das Gesetz von Fleischfell und Knochen verpflichtet uns, alles Fleischliche in der Luft, auf dem Boden und unter dem Meer zu verwenden. Deshalb die Überlegenheit des bosmerischen Lederhandwerks. Habt ihr etwas über den Künstler gehört? Es lässt sich wohl kaum vermeiden. Unter uns gesagt, hoffe ich, dass der Künstler nie gefangen wird. Woran liegt das? Weil der Dieb ganz offensichtlich ein Bosmer ist. Es würde die Beziehungen im Dominion noch stärker belasten, als sie es ohnehin schon sind. Woher wisst ihr, dass der Künstler ein Bosmer ist? In der Kultur der Bosmer gilt der Diebstahl als Kunstform. Und je wichtiger ein Gegenstand dem Opfer ist, desto besser ist auch der Diebstahl. Und es gibt mehr als nur eine Handvoll Bosmer, die unglücklich darüber sind, dass die Altmeer Marbruck in Walenwald errichtet haben. Ich finde es übrigens herrlich, wie der es ausspricht. Bosmer mit Doppel-S. Aussprache ist manchmal echt komisch. Einerseits heißt es Zerudil, dann heißt es Zerudil. Gut, haben wir noch den? Ihr kommt und wisst, was ihr wollt. So war ich einst auch vor nicht allzu langer Zeit. Bitte, gebt dem armen Kuralid etwas Gold. Habt ihr etwas über den Künstler gehört? Kuralid hört und sieht vieles, aber es ist so schwer, sich an etwas zu erinnern, wenn einen der Magen knurrt. Doch leider hat er kein Geld für Speisen. Oh, schön, hier ist etwas Gold. Mann, ich werde arm hier. Seid tausendfach gesegnet. Die Nachtsicht von diesem hat ihn noch nicht im Stich gelassen. Kuralid hat einen Blick auf einen Bosmer erhascht, der sich in die Bank geschlichen hat. Mhm. Oh Gott. Kuralid hat gesehen, wie ein bosmerischer Dieb sich in die Bank geschlichen hat. Könnte das der Künstler sein? Mendreval geht davon aus, dass der Dieb ein Bosmer ist. Der steht nur von Altmeer. Ist in die Bank geschlichen, ist er da drin. Metallkuh habe ich noch nicht gesprungen. Ist wahrscheinlich hier drin. Ich entschuldige mich im Voraus für Verzögerungen bei unseren Diensten. Mein Lehrling Nidras ist nach oben gegangen, um sich um persönliche Angelegenheiten zu kümmern. Habt ihr vom Künstler gehört? Und wie ich das habe. Es gibt einen beständigen Strom an Altmeer, die hier ihre Wertsachen hinterlegen, seit die Diebstähle anfingen. Der Künstler hat es noch nie auf die Bank abgesehen? Das würde ich gerne einmal sehen. Ich bin echter Fachmann für Sicherheit. Niemand kann die Bank ohne die Schlüssel betreten. Aber nur ich und mein Lehrling Nidras haben sie. Hm. Ich entschuldige mich im Vor... Will ich mal eben die Truhe nehmen. Gucken, was ich ablege. Oh, das gibt schon die dicken Heilzauber. Gut. Nein, ich war noch. Mist. Wollte ich da drin bleiben? Ne, ich glaube nicht. So. Talkur bestand darauf, dass es nur. Ne, dass nur er und sein Assistent Nidras Zugang zur Bank haben sollten. Erschließt euch die Identität des Künstlers. Hoho, soll ich jetzt etwa herausfinden, wer der Künstler ist? Er ist ja geil. Das wird dauern. Der Brief des Künstlers, den Sinus auf Pergament verfasst.
Der soll bei der Bank zu treffen sein, also hier. Dann stiehlt er nur... Was? Die keine Kunden von der Bank sind? Okay. Ist auch interessant. In die Band geschlichen hat. Was denn in der Band? Okay, irgendwas ist in der Band drinne. Das ist verdächtig hier. Morgengrauen, das dauert eine Weile. Ihr habt für die Sicherheit der Falinesti-Gläubigen in Gratwald gesorgt. Ich kenne ein paar von ihnen. Die sind von der guten Sorte. Wenn ihr die Dienste einer Bank benötigt, kann euch mein Meister Talqua unten helfen. Und wenn ich gerne mit dem Künstler sprechen würde? Ah, ihr arbeitet mit Cinna zusammen. Mir ist schon aufgefallen, dass ihr auf dem Markt neue Freunde gefunden habt. Wenn ihr es euch zusammengereimt habt, muss ich mich wohl nicht mehr verstellen. Warum habt ihr von den Alten mehr gestohlen? Mein ursprünglicher Plan war es, das Diebesrecht auszuüben. Ich stehle kostbare Gegenstände von den Altmeer und verlange dann für ihre Rückgabe von ihnen, dass sie Marbruck verlassen. Wo sind die Wertsachen jetzt? Es stellte sich heraus, dass die Altmeer das Recht nicht achten. Also habe ich sie zurückgebracht. Jetzt lasse ich einfach den Hass auf Altmeer meine Arbeit für mich machen. Was meint ihr damit? Das werdet ihr bald wissen. Nun, ich habe die Wachen informiert, dass der Künstler in der Bank gewesen ist. Und nun schleicht ihr hier herum. Ich würde euch raten, lieber zu gehen. Der Arsch. Hier sind noch 50 andere Leute, also... kann ich jedenfalls nichts tun für. Gut, sprechen wir mit Cinna. Sprich mit Cinna. Habt ihr herausgefunden, wer der Künstler ist? Der Künstler ist Nitras, der Lehrling des Bankiers. Der Lehrling des... Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Ihr habt meinen Dank, weil ihr ihn gefunden habt. Aber jetzt müssen wir uns um das Chaos kümmern, das er mir hinterlassen hat. Was ist los? Der Bastard hat das Diebesgut in die falschen Häuser zurückgebracht. Dann hat er anonyme Briefe an die Opfer verschickt und den Besitzern der Häuser die Schuld untergeschoben. Wie haben die Opfer reagiert? Sie glauben nur allzu leicht, dass ihre Nachbarn sie bestohlen hätten und wir konnten Gewalt eben gerade noch so verhindern. Wir müssen diese Wertsachen finden. Ich werde sie finden. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Laut der Briefe sind die Gegenstände in Häusern in ganz Marburg. Ihr werdet gründlich suchen müssen, um sie zu finden. Na, es ist nicht allzu schwer, es sind nur die da hinten. Ach toll. Sind meine Füße nass. Verdammt. So. So. Besseres Bild. Könnt ihr glauben, dass Lauros Plops den Hund meines Mannes gestohlen hat? Vielleicht hat er minderwertiges Blut, aber das ist doch keine Entschuldigung für solche Grausamkeit. Ist jetzt nicht. Ach, die Dinge sind noch versteckt. Naja, ist ja dank Questmarker nicht allzu schwer zu finden dann. Ja, selbst wenn ich das HUD ausschalte, die werden angezeigt. Ist also... Er Rastel ist ein angeberischer Dummkopf.
aber mein Hochzeitsgeschenk stehlen, nur um seine Eitelkeit zu befriedigen? Unverzeihlich. Oha. Ich habe so das Gefühl, wir müssen die Dinge später wieder zurückgeben. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.